In der Strophe des Liedes gibt es immer wieder die Stelle, da wird gekämpft, gerettet, gelernt, gewettet, geprüft, gelobt, geschlafen und getobt, mal verloren, mal gesiegt und jeder Zwerg geliebt. Diese Stelle spielen wir jetzt mit Flaschen und zwar wird jede Flasche zweimal angepustet, also zweimal C, zweimal D, zweimal E und jetzt das F wird fünfmal angepustet. 1, 2, 3, 4, 5, dann kommt die Pause und dann singt die Stimme und jeder Zwerg geliebt und da macht ihr D, G, C einmal. Da muss man sich also beeilen, am besten auch immer die Flaschen so ein bisschen, die äußeren zumindest mit den Händen halten, dann kann man das Ganze wie so eine Panflöte ein bisschen besser im Griff haben. Also jede Flasche zweimal und 1, 2, 3, 4. Ja, diese Flasche fünfmal und dann dieser große Sprung vom D zum G zum C zurück. Ich mache es jetzt einmal zur Musik und ihr probiert gleich mal mitzuspielen. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Die herausforderndste Stelle für die Xylophone eigentlich und jetzt natürlich auch dann für die Flaschen ist dieses kurze Zwischenspiel mit der beiden Xylophone. Xylophon 1 spielt. Ja, und Xylophon 2 spielt. Die erste Stimme soll erstmal weiterhin nur das Xylophon spielen. Ihr macht euch mit den Flaschen bereit, um dann den zweiten Teil dazu spielen zu können. Und wir üben jetzt gemeinsam die Stimme 2. Da haben wir nämlich schon alle Töne, die wir brauchen, vorliegen. C, G, E, F, E, D, C. Also der ganz große Sprung, dann 2 zurück. Ein wieder nach oben und dann einfach die Tonleiter runter. So, das ist das Lied. Einmal gemeinsam im Rhythmus. Wir warten noch das erste Glockenspiel ab. Das spiele ich jetzt mit der Hand und dann puste ich gleich mit. Ein bisschen langsam erst einmal. 1, 2, 3, 4. Das geht ganz schön schnell. Und damit ihr das besser schaffen könnt und euch nicht den Hals verrenkt, nehmt ihr euch diese Flasche einfach schon in die Hand. Haltet die Flasche am besten gleich, eure G-Flasche, gleich hinter eure E-Flasche, sodass ihr nachher mit dem Mund sehr schnell unterwegs sein könnt. Also ich spiele jetzt die erste Stimme dazu nochmal mit und die zweite mit den Flaschen. Wir probieren es einmal zur Musik. Jetzt schon mal die G-Flasche in die Hand nehmen. Los geht's. Erste Stimme. Und wir. So. Übt die Stelle, nehmt euch die Zeit. Ich weiß, es klappt nicht alles gleich sofort und man verzweifelt manchmal zwischendurch oder man ärgert sich mal ein bisschen.
Lasst euch da nicht unterkriegen, macht das Ganze in Ruhe. Man muss alle Instrumente, egal ob sie selbst gebaut sind oder gebaut wurden, einfach mit Geduld üben. Viel Erfolg!